Grüezi, Servus und Hallo, Swiss hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch das Video anschaut. Das freut mich wirklich sehr. Wir sind in der Tennessee unterwegs. Bekommst du Tour mit einer Janeway, Sebastiani, Fubuki, Krasnickrem, Monte Coccoli, Reno, California, New Mexico. New Mexico. Jo, auf dem Weg zur North Carolina kommt man an der Tennessee vorbei. Und ja, es geht um Raw ungeschminkt, das heißt zwei Runden am Stück, ohne Wenn und Aber. So wie sie laufen, laufen sie. Da ihr mir kein Schiff vorgeschlagen habt, habe ich sagen müssen, gut, probiere ich mal eins aus. Und da ich ja so ein bisschen am Rande hin und wieder die Schlachtschiffchen auch bewege, dachte ich, könnte eine gute Idee sein. Genau, und bevor wir jetzt hier richtig loslegen, würde ich mal sagen, gucken wir uns erstmal an, wie ich das Mäuschen geskillt habe. Auf unserer Tennessee haben wir die folgenden Einbauten reingeschmissen. Platz 1, Hauptbatterie Mod 2, dass die Türme schneller drehen. Ich per se finde es nicht sinnvoll, bei ihr die Luftabwehr oder die Sekundär zu pushen. Dementsprechend habe ich Spaß, wenn die Türmchen wesentlich ein bisschen schneller drehen. Dann habe ich den Antriebsmod verbaut, dass sie einfach aus dem Pushen kommt. Ansonsten klebt die auf dem Wasser und das ist einfach nicht schön. Das Schadensbegrenzungssystem Mod 2, ja, das ist eine Philosophiefrage. Also wie gesagt, ich habe es lieber, wenn sie ein bisschen aus dem Quark kommt und riskiere dann halt, ne, dass die Brände halt ein bisschen länger dauern. Aber das ist natürlich jedem selber überlassen. Und dann haben wir den Rumpf eingebaut, das Zielauswahlsystem und den Motor. Und auf der Brücke schiebt Dienst der Herr William Sims auf Stufe 13.3, assistiert von den Herrschaften Andrew Cunningham und Robert Jojard. Der Herr Cunningham verbessert uns die Granatengruppierung. Der Herr Jojard gibt uns mehr AP-Durchschlagskraftmultiplikator. Was natürlich zur Folge hat, wenn wir den erhöhen, dass wir auf leicht- und mittelgepanzerte Ziele je nach Distanz einfach Durchschläge erzielen. Ihr wisst ja, ne, der Durchschlagskraftmultiplikator hat damit zu tun, dass die Granaten scharf werden. Wer Interesse an dem Thema hat, geht auf meinen Kanal, guckt unter Tutorials und da habt ihr Munitionsarten und deren Wirkungsweisen. Da ist das alles schön erklärt für euch, wie das funktioniert. Und bei Panzerung kommt das auch nochmal vor. Da könnt ihr das gerne euch nochmal angucken. Dann haben wir als Basisfähigkeit langlebig. Die TP pro Schiffsstufe wird erhöht. Also das heißt, ne, je höher unsere Schiffsstufe ist, umso mehr TP kriegen wir von ihm dazu. Herrgott. Dann haben wir ausgewählt flambierter Kanonier, rotierender Bohrer, Treffsicherheit, Streckenrekord und Pfähle zum Wiederaufbau. Flambierten Kanonier, weil ich die Reichweite erhöhen kann und die Granatengruppierung nochmal verbessere. Das Risiko eines Brandes nehme ich in Kauf. Rotierende Bohrer, die Drehgeschwindigkeit wird erhöht, nochmal der AP-Schaden erhöht, dafür sinkt die Geschwindigkeit, gut, sie ist eh kein Sprinter, von dem her kann ich darauf verzichten. Treffsicherheit, auch wieder Streuung wird verbessert, also ich gehe sehr auf Genauigkeit bei dem ganzen Mädchen hier. Nochmal -7% Streuung, dafür wird die Ruderstellzeit ein bisschen erhöht, macht nichts. Reichweite der Hauptbatterie im Streckenrekord +2%, das gebe ich zu, das ist nicht viel, ist auch tatsächlich so. Ladezeit, Schadensbegrenzungsteam ist für mich nicht von Bedeutung und mit der Sekundäre arbeite ich bei ihr nicht. Also nehme ich die 2%, auch wenn es ein paar hundert Meter sind, die nehmen wir gerne mit. Wille habe ich dann dabei, wenn ich mit Leuten unterwegs bin aus meiner Crew oder wenn ich mit Kollegen unterwegs bin, ne, dann kann man Wille anfordern, dass einer an euch ranfährt. In meinem Fall sind das 2,75%, wo man ran muss, damit der Wille aktiv wird. Dafür reduziere ich die Wirkungsdauer der Reparaturmannschaft. Wer solo unterwegs und Angst vor Feuern hat, dem empfehle ich Feuer mit Feuer bekämpfen. Einfach mal durchlesen. Weitsicht habe ich jetzt in meinem Umfeld nicht gehört, dass es empfehlenswert ist. Also bei uns dreht sich alles um Wille oder Feuer bekämpfen. So, damit kommen wir auf folgende Werte. Unsere Artillerie, 4x3, 356 mm, schmeißen wir los. 17,3 Kilometer weit schmeißen wir sie. 30 Sekunden ist die Ladezeit. Ja, das ist für mich so am oberen Ende des Erträglichen. Dauer der Turmdrehgeschwindigkeit 35,3 Sekunden, das ist auch am oberen Ende. High-E-Höchstschaden 5000 mit 30% Brandwahrscheinlichkeit. Das ist Kaliber geschuldet, ne? So riesige Mommel. Wenn die natürlich anfängt zu fackeln, dann geht's ab. Und 11.550 AP-Höchstschaden. Unsere Sekundärbewaffnung ist ordentlich. Ich habe sie nicht allzu viel einsetzen müssen. Bei ihr kam nichts wirklich an mich ran. Aber ich glaube, sie macht ihren Job. Wird sie jetzt aber, wie gesagt, nicht pushen, weil 4 Kilometer ist die Reichweite, da ist nicht viel. Los mit. Unsere Flugabwehr ist mit 51 sehr solide, auf der Stufe kein Überflieger. Gibt ein paar Schiffchen, die stärkere Werte haben, aber sie macht ihren Job wirklich gut. Man muss halt einfach sich bewusst sein, 4,2 Kilometer fängt sie erst an zu wirken. Das kann man natürlich mit einem Mod noch ein bisschen erhöhen, also natürlich für alle, die da aufgeführt sind. Also Flugzeugträger im Auge behalten, dass die euch nicht überraschen, das macht durchaus Sinn. Dann Manövrierbarkeit. Gut, das darf man nicht gar nicht Manövrierbarkeit nennen, aber wir sagen jetzt mal so. 18,9 Knoten, Höchstgeschwindigkeit. Ich glaube, das schafft so eine Amateur-Rudermannschaft locker. Das ist interessant. 670 Meter ist der Radius, 15,3 Sekunden die Ruderstellzeit. Nur gut. Ich kann mit ihr arbeiten, es funktioniert. Und unsere Tarnung ist 14,2 Kilometer zu Wasser. So, und last but not least gucken wir uns noch die Panzerung an.
Wir haben ein 25 mm Näschen, was also für uns heißt, dass jedes Kaliber bis und mit 357,5, wir gehen es wieder nach dem Taschenrechnerwert, abprallt. Und ab 358 gehen sie durch. Das heißt, 380er, 400er, die auf der Stufe ja, vorkommen. Es gibt Nationen mit 380ern. Die Briten habe ich gerade im Kopf. Ich glaube, die Japaner haben auch ein Premium-Schiffchen, das über 380 sogar ist. Also da gibt es ein paar Schiffchen, von denen ihr euch in Acht nehmen müsst. Wir reden immer, wie gesagt, von der Nase. Die Schnittstellen da unten, das ist das, was jetzt da unten blinkt. Das sind 19 bis 343 mm. Auch der Bug ist mit 25 mm gepanzert und die Unterseite hat 40. Dann haben wir eine Mehrfachpanzerung. Wir haben einen Torpedoschutz. 35 mm ist der untere Teil. Und 273 bis 343 mm ist der obere Teil. Das heißt, eigentlich sollten wir vor Zitas, ja, ich will nicht sagen sicher sein, ne? Das hat ja auch in Schlachtschiffen nicht, aber die sollte das Ganze doch reduzieren. Die Zita selber, Zitadellenunterseite, das ist der ganz kleine gelbe Strich da unten, 40 mm. Dann haben wir vorne die Schnittstelle 19 und 343 mm. Das Deck ist mit 38 mm gepanzert. 44 mm ist die breite Seite. Und genau. Wenn wir denn dann Torpedoschutz dazu gucken, dann sehen wir, dass die Zita eigentlich sehr schön eingeschlossen ist. Einzig und allein hier hinten links unterhalb des hinteren Turms, da ist sie ein bisschen frei. Ob ich da einer treffen kann, will ich jetzt nicht sagen. Aber gut zu wissen. Dann die Panzerung der Hilfsräume ist mit 25 mm auf dem Deck, also ne, wieder das gleiche, 357,5. Einheitlich gepanzert, also jetzt nichts Spezielles. Dann haben wir noch die Panzerung der Kasematte, also die liegt denn da drunter direkt. Die ist hingegen mit 343 mm sehr ordentlich. Auch der Panzergürtel mit 343 mm, das Deck 38 bis 89 mm. Und würde dann mit dem Aufbau das Ganze so aussehen lassen. Also sie ist gut eingemummelt. Von dem her sollte, wenn da kein allzu überlegenes Kaliber kommt, also wie gesagt, alles, ne, ab 358, die kommen durch die Nase durch und die können dann auch richtig scheppern, dass ihr da aufpasst. Die Aufbauten finde ich jetzt bei der Tennessee nicht so gigantisch groß. Bei den Japanern ist sie teilweise größer, aber da haben wir auch TP drin und die Türme natürlich auch. Wobei die sehr ordentlich gepanzert sind. Die vordere Panzerplatte beim Geschütz sind 457 mm. Das ist schon eine ganze Menge. Und dementsprechend ja, schießt, also ich habe es noch nicht erlebt, dass man viel die Türme weggeschossen hat, aber vielleicht kann das auch daran liegen, dass noch keiner richtig gezielt hat, das kann ich so nicht beurteilen und ansonsten haben wir Verbrauchsmaterial, Schadensbegrenzungssystem, wir haben drei Heilungen und drei Katapultjäger, die uns noch ein bisschen unterstützen, auch ne, wenn es um Flugzeugträger geht. Wer gern den Aufklärer möchte, also das ist der einem die Granatengruppierung nochmal verbessert, dafür ne, ist einfach 30 Sekunden, also im Prinzip könnt ihr ihn, ja, wenn ihr es ganz gerne noch zweimal, glaube ich, benutzen, aber dann müsst ihr schon millimetergenau arbeiten und sonst könnt man die Sekundärie noch pushen. Ich persönlich habe den Katapultjäger drin und so stimmt das Mäuschen für mich. Ja, und da würde ich mal sagen, gehen wir zurück in die Live-Übertragung. Viel Spaß beim Video. So, da sind wir also unterwegs im Gefecht und ja, rechts gespawnt, heißt wir bleiben rechts und gucken mal, was wir hier so ausrichten können. Die Tennessee ist ja der untere Zweig der amerikanischen Schlachtschiffe. Das sind halt schon sehr träge, sehr behäbige Schiffe. Behäblich ist auch schön. Behäbige Schiffe, die super austeilen können. Sie sind auch sehr tanky, können sehr viel einstecken. Aber natürlich muss man aufpassen, was einem da entgegenkommt. Aber wie gesagt, ne, überlegene Kaliber, die hauen einem durch. Und da spielt es keine Rolle, wie man steht. Da tut denen einfach weh. Ja, Lenkbewegung etc., das dauert bei ihnen einfach alles ein bisschen. Aber das wäre noch viel schlimmer, wenn ich den Antriebsmod nicht drin hätte. Von dem her sind wir hier auch gleich beim ersten Thema, so von wegen, ne, angehende Schlachtschifffahrer. Was habt ihr zu beachten? Euer Positioning, also eure Positionswahl, den Weg, den ihr fahrt. Ne, mit dem Äumel mal schnell anhalten, wenden, woanders hinfahren, könnt ihr mal einfach knicken. Das geht gar nicht, dafür ist die Dame viel zu schwerfällig. Und wie gesagt, bei 18 Knoten, da schwimmt euch auch irgendwie eine Ente noch nebenher und grüßt. Das ist also nicht jetzt wirklich hier das Wahre. Aber das ist auch gar nicht das, was sie können müssen. Es sind Damage-Stile, also die hauen richtig einen raus, sollen sie auch. Aber wie gesagt, das eine ist mal die Positionierung, was natürlich auch heißt, auch die Ausrichtung eures Schiffes. So, wir gehen auf. Und ich denke mir so, hey DD, wäre cool, wenn du mal vorfahren würdest, weil irgendwie befürchte ich, ich kriege jetzt gleich Hau und dementsprechend lenke ich schon mal aus, weil ich gedacht habe, hohu, da wird was kommen, da ist die Renown, da kommen wir jetzt nicht ran. Genau, das ist das eine. Das andere ist,
Ich habe es doch gesagt, da kommt was zu fliegen. Das andere ist, gerade bei Schiffen, die so eine hohe Nachladezeit haben, die Zielauswahl. Also ihr müsst euch wirklich sicher sein, dass ihr das Ziel auch wirklich bespielen könnt, dass ihr es unter Feuer nehmen könnt. Denn es dauert 30 Sekunden, bis ihr wieder mal dran seid. Und das ist dann eine Zeit, die kann sich schon ziehen. Wir werden das in den Runden auch sehen. Das hat nicht nur Vorteile, es hat auch teilweise Nachteile. Da ist the Renown, Schüsse raus. Ja, und hier kommt wieder die Krankheit von mir, nicht? Die HE. Naja, gut, kann ich jetzt nicht groß was sagen. Ich dachte, der DD geht auf, darum habe ich HE geladen. Aber immerhin, 3100 haben wir schon mal gedrückt und ich unterstütze ja beim DD-Kampf. Nun muss ich dafür mal einen sehen. Aber mein Mäuschen hier ist irgendwie so zurückhaltend. Ich weiß auch nicht, was der da macht. Das war schon ein Highlight. Also Highlight, ne? Ich bin offen. Also mich sieht jeder, ich sehe nichts. Das ist schwierig, ne? Gerade in so einer Jolle hier. Das ist ja noch nicht sonderlich lustig. Also wenn ihr zusehen müsst, dass ihr was seht, dann habt ihr per se schon mal ein Problem. Aber wie gesagt, unser DD ist der Meinung, er macht das richtig und er hält sich hier weiterhin dezent zurück. Da habe ich gedacht, ja gut, ich fahre jetzt mal weiter. Punkt. Das war die Zielauswahl. Schadensmanagement. Ihr braucht natürlich auch so ein Stück weit ein Feeling dafür, wann lösche ich Brände. Also wann macht das überhaupt Sinn und welche lasse ich einfach tickern. Und das ist halt immer so ein Nervenspiel. Ne? Oder auch Wassereinbrüche. Das kommt immer so ein bisschen auf die Situation drauf an. Ne? Also ich sage ja bei den Kreuzern immer, wenn ihr sicher seid, dass keiner mehr auf euch wirken kann, kann man löschen. Ich finde, das ist bei den Schlachtern auch nicht allzu anders. Eben je nach Spielsituation. Also wenn ihr jetzt natürlich schon im unteren Viertel, Fünftel von eurem Leben seid, dann kann natürlich jede Sekunde euch retten. Klar, da muss man den halt mit managen und das meine ich damit. Oder man muss halt schon abschätzen können, wann macht es jetzt Sinn, eine Reparatur einzuleiten oder die Heilung, weil Wille, ne, bei den Leuten hier, könnt ihr nicht immer drauf zählen, dass ihr Wille bekommt. Oh Gott, die Kelly ist da. Na gut, dann machen wir ab hier rein. Und unser DD ist immer noch hinten. Also ihr seht schon, wir als Schlachtschiffer sind weiter vorne wie unser DD. Ganz, ganz schlecht. Und darum fahre ich auch nicht Vollgas, weil ich ja nicht weiß, wo das Kerli aufkommt. Das hier bin ich auch wieder. Was fällt bei der Tennessee selber auf? Ja, sie ist ja streufreudig. Also manchmal hat man wirklich das Gefühl, die Kugeln haben keinen Zusammenhalt, keinen Teamgeist. Da macht jeder so ein bisschen, was er will. Und dann gibt es aber auch wieder Salven, wo ich sagen muss, wow, wie fett war die jetzt. Also kommt alles vor, ne? Das ist RNG. Und wie gesagt, ihr habt ja gesehen, ich habe im Rahmen meiner Möglichkeiten schon alles auf Genauigkeit geskillt. Jetzt kommt der DD hier bei mir rum. Also der hat nicht so ganz verstanden, was Spotting heißt. Das kann dann natürlich auf den unteren Tierstufen auch mal gerne passieren, dass man halt Leute dabei hat, die sich ihre Aufgaben nicht so richtig bewusst sind. Dementsprechend bin ich auch gar nicht böse gewesen oder mich auch nie aufgeregt. Was mich eigentlich hingegen aufregt, ist, guck mal bitte oben hin, wir haben schon drei Schiffe verloren. Das ist denn schon... Und dann kommt die Kelly. Na gut, dann kommt die Kelly. Ich bin ready. Nee, gib ihn. Weil sie angewinkelt fährt, ziehe ich oben drauf. 356er müssen nicht per se rum. Ich weiß nicht auswendig, was die Kelly für eine Panzerung hat, aber da waren doch schon mal ein paar Tausend dabei. Sowas muss dann halt mal weg. Ich sehe ja nichts anderes. Ich kann auf das schießen, was ich sehe. Ne? Ich bin offen. Also klar, jetzt sowieso, weil ich ja geschossen habe. Aber ich wäre auch vorher offen gewesen. Von dem her ist alles gut. Und wir sind grundsätzlich drei Schlachter. Das müssten wir eigentlich hinkriegen, die Kelly da rauszukriegen. Ja, genau. Da hinten ist noch der Brite. Auf mich schießt sie nicht. Finde ich gut. Gib ihm. So, ich muss jetzt aufpassen, dass er nicht in der Insel fahre. Aber das sieht gut aus. Gut aus. Kelly raus. Tibi, Tobi. Haben wir schon mal aufgehört. Wir hatten ein viertes Schiff verloren. Ja, da bin ich dann halt gefordert, ruhig zu bleiben. Aber mal gelingt es mal nicht. Also ich habe mich nicht aufgeregt, weil ich ja im Prinzip so ein bisschen mir die Schiffchen angucke und probiere damit klarzukommen, mir selber meine Welt aufzubauen, wie ich Schlachter fahre. Dementsprechend auch bei mir wieder Reichweite, Genauigkeit. Und klar, nochmal, ne? Alles T3, T4, T5. Das sind halt die Stufen, wo die Leute sich freischwimmen sollen, Erfahrung sammeln wollen und sollen. Ob sie es wollen, weiß ich nicht, aber sollen, täten sie es. Und auch da wieder und auch wieder hier mein Hinweis, denkt einfach dran, ich sag mal so, bis und mit T5 sind Kapitäne 12, 13 völlig in Ordnung. T6 solltet ihr sie tendenziell schon bei 14 haben. Höher ist immer besser und ne, alles nach 6 ist dann eigentlich ganz klar 16. Minimum 2, besser ist 3, damit ihr, wie gesagt, die Perks auch voll ausnutzen könnt. Denn die braucht ihr da oben. Sind nicht alle so bekloppt wie ich und gehen mit einem 13-2er-Kapitän in der Bismarck ins Gefecht. Das empfehle ich also definitiv nicht jedem. Darum hier auch nochmal der Hinweis. So. Ja, wie wir sehen, sehen wir nichts, weil unser DD hier auch wieder hinter einer Insel rumfährt. War schon ein bisschen zähfließen in dem Moment. Ja, da komme ich nie ran. Die wäre lecker, die Krasny, aber die will nicht.
Nee, die fährt weg. Und auch Cap-technisch, ne? Die haben schon zwei Caps eingenommen und naja, klar, wenn man vier Schiffe verloren hat, ja, wo haben wir sie denn verloren? Ja, auf der anderen Seite. Also ist denn schon, ne, doof. Ich meine, ich glaube, ein Schiffchen haben wir da außen noch, der Rest ist hier. Und jetzt kommt eben das, ne? Jetzt merkt ihr, ihr habt euch aus irgendeinem Grund verfranst, ihr kommt da nicht rüber. Also ich hätte jetzt gar nicht anfangen müssen, mit der Tennessee auch nur darüber fahren wollen. Oh, jetzt kommt die Fubuki. Jetzt wird's lustig. Weil ich wäre da nicht angekommen. Also die sind schneller bei uns als wir bei ihnen. So, das ist eigentlich der Punkt. Und unser Schlachter da, ich wusste schon, was passiert. Ich sehe die Fubuki, die fährt den Schlachter an. Ist alles klar, was die jetzt macht. Ja, getroffen haben wir sie, aber es hat nicht das Grüne von das Gelbe. Das Grüne vom Ei? Ja, das Grüne vom Ei wäre scheiße. Das Gelbe vom Ei. Aber ja, völlig klar, was die jetzt macht. Das ist ein YOLO-Angriff. Ne, die setzt alles auf eine Karte. Und ja, wenn sie den Moment, denn, ja genau, dann werden die Torpedos abgeschickt, von vorne kommt auch noch was. Was willst du da machen als Schlachter? Ja, nischt. Ne? Und dementsprechend war mir klar, gut. Es ist Schadensbegrenzung angesagt. Ich gucke jetzt einfach, dass ich so viele Schiffe wie möglich irgendwie beschäftigen kann, viel Schaden rausdrücken kann. Habe gehofft, dass meine Teammates möglichst lange überlegen. Das in New Mexico, die ist auch in Ordnung. Wir haben noch HE geladen. Ich habe euch ja gesagt, wechselt nicht mitten im Gunfight die Munitionsart, sondern haut die HE dann halt raus, auch wenn sie im Moment vielleicht nicht super optimal ist. Aber wir haben in Brand gesetzt, einen ordentlichen Treffer gelandet. Und dann schaltet dann auf AP. Also, wie gesagt, immer die Salven auch raushauen, auch wenn es quasi die in Anführungsschlusszeichen falsche Munition ist. Und unser DD, wir gucken auf die Minimap. Jo, da war sie immer noch nicht im Klaren drüber, was er machen soll. Es kommt natürlich die Krasnik Krim, es geht die Anzünderei los, alles gut. Die Renown. Renown ist gut. Auf die Distanz, ich weiß nicht, ob die sich im Klaren. Moment, ich brauche noch die hinteren Türme. Ich konnte es mir erlauben. Von der New Mexico hatte ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Angst. Oh, jetzt dreht die ein, so ein Ass. Aber mal gucken. Und tschüss. So. Drei haben wir raus. Fünf sind es bei uns. Ist klasse. Wird immer besser. So, und jetzt kommt natürlich. Jetzt kommt das Thema. Bremsen, wenden. Ne? Wenn euch hier. Ne, hier. Freigang für die Mannschaft. Ab auf die Insel. Wollte ich eigentlich nicht, aber letztlich hat es nicht anders lösen. Aber ist einfach. Oh je, hoffentlich passiert jetzt gerade nichts, dass mir gerade der DD jetzt irgendwie 2 Kilometer vor der Nase auftaucht. So, die New Mexico dreht ein. Mal gucken, ob wir was machen können frontal. Ja, nicht so wirklich. Da wäre jetzt HE angesagt. Rückwärtsgang rein. Und ich habe jetzt einfach gehofft, dass die nicht auf mich schießt. Aber zum guten Glück hat die das irgendwie nicht für nötig befunden, mich breiten Sack hier aufs Korn zu nehmen. Die hat sich lieber um die Kollegen gekümmert. Gut, der junge Herr links neben mir oder die junge Dame hat auch weniger wie ich. Ich sehe noch relativ gut aus, zugegeben. Die Heilung ist am runter. Da kommt Torps von links. Ja, die Fubuki ist da. Das ist doof. Ich habe mir gedacht, ich will jetzt mal die Krasni. Einfach weil, ne? Verdammt, das Scheiße, das ist ein Feuerzeug, ne? So. Ich weiß nicht, ob es auf dem Schirm hat, dass ihr auf sie geschossen habt oder dass sie jetzt schießen können. Die Streuung sieht jetzt nicht so verkehrt. Oh, die ist raus. Schöner Hit von meinem Kollegen. Was haben wir da? Ah, die Monte. SAP incoming. Ach, wie ich es liebe. Ja, SAP ist klar. Völlig klar, die also gemacht. Ui, da kommt Taubs von vorne. Also, ihr seht schon. Die Party geht los. Aber wir haben ein bisschen aufgeholt. Ne? Jetzt ist schon 4 gegen 5 Schiffchen rausgenommen. Und ich dachte mir, jetzt kommt die Monte. Aber jetzt dreht die ein. Jetzt der Kollege raus. Ja, wir probieren. Oh, Fubuki. Ja, da müssen wir natürlich draufheizen. Yo. Und thanks, RNG. Vielen lieben Dank für nüscht, dass die jetzt noch 1 Millimeter Leben hat. I like. Jetzt wollte ich sie markieren für meine Sekundäre. Eben, jetzt seht ihr die Sekundäre. Ne? Die waren alle am Schlafen. Dachten sich, scheiße, ist ja eh nichts los. Und die Janeway, ja, wird ja immer besser. Und die New Mexico. Oh, Leute. Hier war echt was los. Hier wird was geboten fürs Geld. Leck mich am Poppes. So, jetzt gucken wir mal. Oh, die fährt breit. Ja, gut, die ist raus. Ciao. Das ist nicht gut. Oh Gott, oh Gott. Aber. Einlenken, komm, einlenken, einlenken, Mäuschen. Krieg den Popo rum, krieg den Popo rum. Die Türme sind mir egal, aber. Da ist man verloren. 2 gegen 3. Jetzt habe ich noch den DD. Also alle Jungs sind mittlerweile ist alles weg. Ne? Ich bin noch mit meinem tollen DD alleine gegen jetzt 3 Schiffe. Was zahlentechnisch nichts heißt. Aber es ist halt auch wieder hier. Jetzt kommt der DD zum Zug. Jetzt bräuchte ich Support. Die Fubuki müsst raus. Falls sie noch da ist. Oder ist sie mittlerweile raus? Ich weiß es gar nicht. Aber der DD. Ich sehe den DD nicht. Ich sehe die Monte und ich sehe das Schlachtschiff. Das ist alles okay. Aber ich sehe den DD nicht. Und den hätte sie jetzt aktiv angehen müssen. So, jetzt aber. Na, hier. Monte. Ja, denkste Puppe. Das ist SAP. Das ist einfach.
nicht fest. Was kommt jetzt da wieder an? Wieder Torps. Ich dachte, gut, ich brauche die vorderen Türme. Ich meine, je mehr Angriffsfläche ich der Monte gebe, umso schlimmer haut sie rein. Das ist die SAP, ne? Die hat einfach diesen erhöhten Aufprallschaden. Ja, es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Kommen die hinteren Türme und sie provoziert. Sie provoziert ja wirklich, ne? Sie ist da und macht das gut. Ich sag gar nichts. Sehr schön gespielt eigentlich. Aber ich kann. Ja. Ne? Ich kann halt nicht. Wenn, das ist jetzt wieder mal so ein bisschen Streuung. Ja, das ist die Zhan Wei. Und jetzt habe ich gedacht, gut, warte, ich drehe. Ich mache ja alles. Ich tue ja alles, ne, für meine Schiffchen. Ich greife jetzt auch die Zhan Wei dazu. Ich dachte, boah, gut, ja. Kann doch nicht wahr sein. Oh, Entschuldigung für den Kraftausdruck. Kommt ja normalerweise nicht bei mir vor. Aber da steht man schon unter Strom. Und die Mexiko, die ist noch praktisch voll. Dachte, schauen wir mal, was wir machen können. Ich weiß, viel wird es nicht sein. Die nehmen jetzt das dritte Cap ein. Oder das zweite? Nee, das dritte Cap. Und eben, seht ihr, er meint's gut. Also vom rein vom Sozialgedanken, vom Teamgedanken macht er es richtig. Er bleibt bei mir, ich habe Wille, das ist schön. Aber natürlich nicht das, was ich jetzt bräuchte. Ich bräuchte, dass der sich um die Zhan Wei kümmert. Weil ich habe mit der Monte, die ja hier auf der anderen Seite vom Berg war, und mir ziemlich sicher war, dass die da ist. Und der New Mexico, ja mächtig noch Druck im Kessel. Und das muss ich erstmal alles... Meine Herren, ey. Ja, geht noch. Gucken, was wir so machen können. Und eben, Brem. Das ist auch süß. Das ist Herz allerliebst. Also das auch nochmal als Tipp an die DDs. Das ist natürlich ein super lieber Zug von euch, dass ihr eure Schlachter einnebeln wollt. Das Ganze hat nur einen Haken. Die haben eine ganz andere Erkennbarkeit im Nebel, wie ihr meint. Und wenn ein Schlachtschiff selbst durch den Nebel unsichtbar werden sollen würde, täte... Sobald es schießt, ist es offen, egal wie weit es vom Gegner wegsteht. Also den Nebel, nein, müsst ihr nicht. Also als Takt, wenn ihr in der Divi unterwegs seid und das Schlachtschiff muss sich zurückziehen, schießt nicht, alles ist safe, dann könnt ihr das machen. Oh, schöner Hit, aber ansonsten würde ich das bleiben lassen. Und hier mache ich einen Fehler, ich hätte bremsen sollen. Das ist die Monte. Und wir alle wissen, was die Monte an Bord hat. Ja, und ich treffe sie wieder nicht richtig. Und hier hätte ich aller spätestens, ja, jetzt gebe ich wieder Gas, ne, ist eigentlich... Hätte schon früher anhalten sollen. So, Geschütze raus. Jo, Kraken. Ja, freut mich, aber ich weiß, was kommt. Also, noch schnell gucken, ob wir da noch einen kräftigen Hit landen können, weil für uns war es das. Ja, für uns war es das. Dann kommen sie, die Eumel. Ja, an die ersten komme ich vorbei, aber es bleibt ja nicht bei den ersten. Da kommen nochmal welche. Sie ist ja einmal links und sie hat es ja gewendet. Ne? Ja, die hinteren nehme ich mit und damit nicht raus. Mit knapp, was haben wir? 71.000, ein paar zerquetschte. Haben wir noch ein bisschen aufgeholt, aber... Ja, es reicht halt am Ende doch nicht, ne? Aber nochmal, ich gebe da jetzt keinem groß die Schuld. Ich habe probiert zu performen und ihr habt gesehen, im Nahkampf, das ist nicht die Stärke, ne, von diesem Schiffstypen. Die müssen schon eine gewisse Grunddistanz haben und darum. Mein Fehler war, davor zu fahren. Ich hätte eigentlich hinter der Insel bleiben sollen. Die Cyclone hätte es mir ja gespottet. In diesem Sinne ist das gut. Passt, alles gut. Ne? Wir sind punktetechnisch horrende unterlegen, die Zeit läuft ab, alles gut. Erste Runde vorbei und ja, gucken wir mal, ob wir irgendwo gelandet sind. Ja, erster Platz. Naja, ringfrei, Runde 2. Wie ihr es kennt, da ist er. Gleich wieder reingedrückt. Und mir grundsätzlich liegt dieser Typ von Schiff, also ich komme mit denen gut zurecht. Ich bin, glaube ich, nicht so der Nahkämpfer, ich bin eher der Distanzkämpfer. Und ja, natürlich, wie gesagt, die Streuung, aber nochmal, mehr als bei meinem Kapitän kann ich nicht mehr dagegen machen. Auch für alle, die dies interessiert, ihr werdet bei Schlachtschiffen bei mir keine Kollaborationskapitäne sehen. Ich habe da nämlich überhaupt nichts. Ich fahre die alle mit den Ingame-Kapitänen. Das wurde auch schon angesprochen. Ich werde das auch in der nächsten Zeit wieder ein bisschen mehr präsentieren und dann halt die Kollaborationskapitäne vorstellen. In der Parallele. So, eine Kamikaze. Gede, Furutaka, Hawkins, Gokase, Dallas, Nevada, Queen, New Mexico. Yo. Ja, nur 2 DDs. Juhu. Viele Kreuzer. Juhu. Nicht so viel Schlachtschiffe. Aber, ja. Eben, wir können halt die verdammten Durchschläge machen. Ne? Also wenn es der Teufel will, dann kriegen wir nur den physischen Schaden, dann hauen die Mummeln einfach durch und werden nicht scharf. Und drum, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das mal lösen. Oh, wir sind rechts gespawnt, also bleiben wir rechts. Eben, also Kollaborationskapitäne wird es immer wieder mal geben.
Aber ich werde mich da natürlich auch bemühen, die ein bisschen runterzufahren oder eben mit den Ingame-Kapitänen zu spielen, die ja bei mir Leveltechnik bei den Kreuzern eigentlich ausgeglichen sind. Bei den Schlachtschiffen wird es keine geben, weil ich keine habe. Oder auf jeden Fall keine, die brauchbar sind. Weil, nö, ist ja nicht meine Welt. Aber für euch mache ich es gerne. Und dann auch nochmal der Hinweis an euch, das ist euer Format. Wünscht euch Schiffe, die ihr sehen wollt in Raw ungeschminkt. Ich habe mir jetzt einfach in die Tennessee reingesetzt, weil ich auf dem Weg zur Norca bin. Wünscht euch Schiffe, sagt mir, welche Schiffe, das ihr sehen wollt. Klammer auf, ich muss sie haben, Klammer zu, und dann spiele ich sie auch. Aber halt wirklich Schiffe. Also ich sage jetzt mal, fangt mal mit T5 an. Also T3 und T4, naja. T4 noch mit Zähneknirschen, aber drunter bitte nicht, weil es ist, ist nicht unbedingt repräsentativ. Aber oben raus, wie gesagt, bis Legi, seid ihr frei. Wünscht euch. Macht ruhig mit. Und oder macht ruhig mit, so euer Format, also bitte macht mit. Und wünscht euch Schiffe und ich werde das probieren umzusetzen. So, wir gehen auf. Oh Wunder, oh Wunder. Ich habe das meinen Kollegen mal gesagt. Ne, ich hier, we've been spotted. DD im Cap. Und ja, unser DD contestet jetzt, das ist sehr gut. Kämpft, ist prima. Und ich warte einfach auf ein Ziel. Irgendwas, was aufgeht. Irgendwas, was ich bestrafen kann. Wenn sich denn bestrafen lässt. Was haben wir denn da? Die Nevada. Nevada ist okay. Weiter gucken. Genau, dann habe ich mal gesagt, Leute, könnt ihr mir mal irgendwas aufmachen, weil das geht schon wieder los wie in der letzten Runde. Ne? Ich hab's Auge und ich sehe selber nichts. Das ist sowas von frustrierend auch. Aber gut, ne? Die Hawkins, die wäre zwar eigentlich lecker, aber naja. Das ist halt frustrierend, aber wie gesagt, das kann einem unten halt passieren, in Gottes Namen. Moment, da haben wir die Queen Elizabeth, der schicken wir mal eine Runde. Murmeln und das ist jetzt meine Konsequenz, Hanno. Wenn ich natürlich perma offen bin und nichts sehe, fahre ich hinterm Berg durch, da kenne ich nichts. Dann nehme ich mich halt einen Moment aus dem Spiel. Ui, 14.000, die haben aber rentiert, du. Leck mich. Ja, da, klar geht in dem Moment die Dallas auf, logisch. Aber ich bin eher am Nachladen, aber weil ich habe keinen Bock, dass mir der Torpedos um die Ohren fliegen, ne? Oder mich irgendwelche Feuerstarter da unter Beschuss nehmen und ich sehe da nichts. Also da wirklich, DDs, Leute, ihr müsst Licht machen, das ist euer Job. Oh, da kommt Torpedos. Ah, die laufen aus, gut. Ihr müsst Licht machen, ne? Fahrt vor, macht die gegnerische Schiffe auf, dass euer Team wirken kann. Wie ihr hier seht, gibt es nichts Schlimmeres, als dass man nichts sieht und ne, beschossen wird. So, Dallas fährt rückwärts. Ne, so, gucken wir mal, was da passiert. Hallo Mäuschen. Ja, die Streuung ist zwar wieder so ein bisschen für den Popo. Das gehört dazu. Das ist so ein bisschen das Leid des Schlachtschifffahrers, halt schon rausgefunden. Die Streuung, die ist teilweise wirklich sowas von heftig. Aber wir halten uns wacker. 2-2 in verlorenen Schiffen. Also ich muss das wirklich so betonen, dass man sich mittlerweile mit 2 verlorenen Schiffen wacker hält. Das kann viel schlimmer ausgehen, aber das wissen ja alle. So, die Dallas probiert es immer noch rückwärts. Gut, nochmal raus, gucken. Oh, die ist besser, aber jetzt fährt sie vorwärts, oder? Nee, fährt sie nicht. Ja, dann sage ich mal einen schönen guten Tag und auf Wiedersehen. Sehr schön. Vernichtender Schlacht, prima. Jetzt liegen wir mal ein Schiff vorne. Ah, jetzt kommt mein fahrender Albtraum, die Kamikaze. Das ist, und guck mal, die ist off. Es schießt keine Socke auf die Kami. Keiner. Das ist faszinierend, ne? Also ich muss ja. Also ich soll ja, ich darf ja auch. Und, jo, schöner Hit. Wie gesagt, ich habe nicht extra die HE eingeladen. Also ihr seht ja, ihr könnt mit AP schon schaden, aber guck mal, die ist offen. Schießt drauf. Und, ja, willkommen in der Grundstufe, ne, des Spiels, sag ich jetzt mal. Muss man halt mit leben, aber das ist halt die Kehrseite, ne, die Kehrseite der, komm, ihr fehlt, jawoll. Ui, war da eine Geburt. Und, aber wir haben auch schon wieder ein DD verloren. Und ich habe den gesagt, gut, ich kann jetzt links einlenken, alles gut. Wir fahren Richtung Caesar und gucken, was da passiert. Und ihr achtet bitte oben auf die, ne, auf die blauen und roten Symbole. Die Sonne scheint, also das Wetter in unserem Team ist eigentlich identisch mit dem, was ihr auf der Karte seht. Ne? Kein Unterschied. Ändert sich alles noch. Ja, also wie gesagt, in dem der Stufe, da ist es okay. Also 3, 4 und 5, sage ich, da darf man sich seine Sporen verdienen. Aber wie gesagt, also bei 5 sollten doch zumindest die Grundlagen sitzen, dass die Leute auf die DDs schießen. Also das ist doch mal das eine. Kreuzerlein wie Schlachterlein. Ich meine, alle haben ein friedlicheres Leben, wenn diese kleinen Zuckel raus sind. Und wenn dann sowas nicht passiert, dann sage ich mal schon,
Dann bleibt aber auch hier. Ne? Da fehlt euch noch die Basis, so ein bisschen. Aber ja. Sie dürfen, sie sollen, aber wie gesagt, hier ist für mich die Grenze des Sporenverdienens. Weiter hoch sollte man dann nicht, weil da wissen die Teams dann schon ziemlich genau, was man machen soll. Die Neva da. Ist da. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ich fahre hier nicht innen durch, ist nur ein DD im Spiel. Ich will dem nicht jetzt zwingend in die Quere kommen. Also fahren wir hier rechts rum. Vielleicht kriege ich da auch einen Zugriff auf die Neva da. War mir irgendwie, ja, nicht so ganz klar, da könnte noch was anderes sein, aber das sehe ich nachher alles. Und uns geht es ja gesundheitlich noch gut. Ich meine, wir haben ja nicht mal Schaden genommen. Ja, und guck mal, wir haben 2 von 3 Caps. Es ist alles smooth and easy. Bis jetzt. Da haben wir das 4. Schiff verloren. Da habe ich mir so gedacht, oh, Leute. Da haben wir die Cyclone. Da haben wir die Queen. Da habe ich mir so gedacht, nö. Ach, kein Scheiß. Die zerreißt dich. Englische Schlachter, HE. Ganz doof. Ja, richtig doof. Ich komme da nicht ran. Ja, doch jetzt. Nee, doch nicht. Doch nicht. Doch. Ah, jetzt dreht sie aus. Fluchte Axt. Und unsere Cyclone fährt davor. Da kommt die Nevada, die Queen. Ich habe mir so gedacht, oh Junge, bitte nicht. Schmeiß deinen Schuss nicht weg. Please. Und die kommt spitz zu mir. Ich kann der Nevada nicht mal Wirkungstreffer setzen. Oder fängt die Sekundäre schon an? Und ich habe mir so gedacht, jo, komm, Schüsse raus. Ich hoffe, ich kann die Nevada dazu bewegen, dass sie loslässt. Jo, schicker Treffer von uns. Ne? Schön über die Aufbau und oben ins Deck gesammelt, aber ja, rate mal mit Rosenthal, was passieren wird. Ne? Also, ja, sie nimmt sie raus. Klasse, danke. Wenigstens das. Habe ich gedacht. Und wir haben noch 3 Schiffe, 3 gegen 3. Also hat sich wieder einer weggeworfen, wo ich mir gesagt habe, Leute, wir haben 2 Caps von 3. Warum? Also, andersrum erklärt. Jedes Schiff hat Punkte. Wer nicht weiß, wie die Punkte hinterlegt sind, wenn ihr einmal aufs Pad drückt, wenn die Runde anfängt, dann seht ihr die Übersicht und unten stehen die Punkte für jeden Schiffstypen. So, das heißt, jedes Schiff, das wir verlieren, zieht uns dessen Wert ab und gibt es dem Gegner. Ist eine Doppelbestrafung. Das war Punkt 1. Also, hier so von wegen, oh Scheiße, ich bin rausgegangen, macht ja nichts. Doch, macht eine ganze Menge. Minus auf unserem Konto, plus auf dem anderen Konto. Und die Caps geben Zeitpunkte. Und wenn wir sehen, wir haben 2 von 3 Caps, dann treten wir alle genüsslich auf die Bremse und sagen uns, okay, gut, soll der Gegner kommen. Denn die wollen ja ein drittes Cap. Ja, da ist der dritte weg. Don't worry. Du, 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 du. Be happy. Du, 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 du. Here's a little song for you. Nee, here's a little song I wrote. Richtig. Aber ja, ist ja egal. Gut, also ich wusste jetzt schon, die hat nicht viel. Wäre gut für mich. Da kommt Problem für mich. Und jetzt eben unsere Cyclone. Ich weiß nicht, warum die so scharf drauf war, den Schlachter rauszunehmen. Nochmal, sie hatte mich noch mit im Team. Sinnvoll wäre gewesen, ab aufs Cap mit dir. Cap, hol uns ein zweites Cap, dass wir Pünktchen gut machen. Aber Cyclone gegen Gede und gegen Nevada. Ja, ist schwierig, sage ich jetzt mal vorsichtig, ne? Und ich hätte jetzt hier Richtung Cap ziehen sollen. Ich hätte mir effektiv die New Mexico suchen müssen, aber ja. Das sind dann halt so die kleinen Fehlentscheidungen, die man trifft, genau. Also ich hätte in dem Moment, wo ich den Konflikt gesehen habe, Gade, Cyclone, Nevada, hätte ich links einschlagen müssen aufs Cap und mich erst mit der New Mexico befassen. Aber eben, das ist mein situativer Fehler gewesen. Kein Problem, kann passieren. Sollte nicht, aber kann passieren. Und dementsprechend, ja. Das Spiel startet von vorne. Ich bin offen und sehe nichts, alle sehen mich. Schönes Spiel. Kenne ich irgendwie schon. Aber, meine Güte, dafür sind wir ja da, ne? Wir zeigen es. Und eben, Round ungeschminkt, ich schön da nichts dran, es ist, danke, sondern ich zeige es euch so, wie sie kommen. Mit Sieg, mit Niederlage, völlig egal, ich gebe immer mein Bestes, probiere immer das möglichst Beste rauszuholen. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Obwohl, schlecht fand ich die 2 Runden von mir jetzt nicht, dass das Team im Gesamten in beiden Fällen ein bisschen versagt hat. Ja gut, das kann es halt einfach mal geben. Eben, wir sind ja noch, ne, bis und mit T5. Auf der Lernstufe.
Und apropos Lernstufe, wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir doch bitte ein Like und einen Kommentar oder ein Abo da oder teilt das Video doch mit Freunden, Bekannten oder Verwandten, die das lustig finden, was ich hier mache. Vielleicht ist da ja der eine oder andere dabei, der mir ein Abo spendiert. Ich bin ja auf dem Weg zu 400 Abonnenten. Gut, kann ich überspringen, ihr seid der Wahnsinn. Wir sind auf dem Weg zu 410 Abonnenten. Die 400 habt ihr einfach so geknackt. Finde ich super. Vielen lieben Dank. Ganz besonders an alle, die dazugekommen sind und natürlich auch wie immer an die Leute, die mich schon längere Zeit begleiten. Ich mag das wirklich sehr und es freut mich sehr, dass ihr mich da alle unterstützt. Somit nehmen wir die 410 in Angriff und gucken mal, dass wir die erreichen, aber das schaffen wir mit Sicherheit. Denn um auf die Abos zurückzukommen, jetzt habe ich mich wieder völlig versabbelt. Abos haben den Vorteil, für euch sind kostenlos, ihr werdet über alle meine News informiert und für mich eben, wie gesagt, haben sie den Vorteil, dass ich meinen jetzt 410 Abonnenten näher komme, wo ich mich sehr darauf freue. Und ja, wir gucken jetzt so dem Ende zu, was wird solcher groß erzählen? Viel wird hier jetzt nicht mehr so wahnsinnig passieren, weil ne, ich brenne und kann es, ich sehe den DD nicht. Kann im Moment, ich wollte eigentlich auf die New Mech, weil ich gedacht habe, wenn ich die von der Back habe, geht es vielleicht ein bisschen besser, aber ja, von vorne kommt es gut. Nevada, ja, kam jetzt nicht so gut bei mir durch, aber oder eben doch, zerschießt mir die ganze Sekundäre, das ist halt die HE, ne? Ja, da ist sie. Da ich gedacht, du... Ach, ich habe noch HE drin. Ja gut, okay, sie ist ein bisschen angewinkelt. Aber vielleicht wäre AP hier auch besser gewesen. Das ist halt eben. Das sind die situativen Entscheidungen. Ich trete mal auf die Bremse, weil ich gedacht habe, boah, kommt vielleicht was. Aber da seid ihr gegen zwei Schlachter auf dem verlorenen Posten, weil ich stehe mitten auf dem offenen Ozean. Keine Deckung, nichts. Und genießt die Aussicht oder das Ende oder beides. Aber aua. So viel also einfach zu dem Thema. Schlachtschiff fahren ist einfach. Nein, ihr Lieben. Es ist genauso schwierig, genauso anspruchsvoll wie jede andere Klasse auch. Oha. Oha. Ja, das war's denn wohl. Autschi. Antriebsmod. Haha, hab's doch gesagt, der ist sowas wert. Ohne hätte ich einen zweiten mitgenommen. Und. Ja, aua. Ist, also nochmal, ist klar, wenn ich jetzt mich zur Nevada zudrehe, dann bin ich zur New Mex bereit. Also das ist jetzt so eine Situation, wo ich so oder so nur in den Topf greifen kann. Von dem her Doppelbrand. Für Wille habe ich keinen. Alles gut. Und wir brennen jetzt vor uns hin und werden dann gleich rausgenommen. Und das war es auch schon zum Video. Und ich wünsche euch wie immer alles Liebe, alles Gute. Bleibt mir alle gesund und munter. Und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Stream, der nächsten Freitag um 19 Uhr startet. Ich freue mich auf euch. Oder im nächsten Video. Macht's alle gut. Euer Swiss. Da sind wir jetzt gelandet. Euer Erster. Juhu.